Hallo zusammen, hier bin der Manuel von Games Palace. Ich habe hier gleich noch ein Indie-Spiel für euch, das im Rahmen des Guerilla Collectives in der E3-Ersatzwoche vorgestellt wurde und auch jetzt im Sommer in den Early Access starten soll. Das ist hier Cataclysm von Elder Games und dem Publisher Head Up Studios. Cataclysm ist eine Mischung aus Sammelkartenspiel, Roguelite und auch Action-RPG und das klingt nach einer Kombination, die genau perfekt für mich ist. Ich habe die Demo jetzt nur gestartet, bin hier gerade durch das Portal in die Spielwelt geworfen worden und viel mehr quatschen möchte ich jetzt auch gar nicht, sondern ich möchte mir das Ganze einfach mal zusammen mit euch angucken und mal gucken, was uns hier erwartet. Ich habe die Demo vorher noch nicht gespielt, auch kein Tutorial oder so und wir schauen jetzt eben einfach mal, wie es hier weitergeht. Kann ich irgendwie gerade nicht klicken und ich finde mal kurz raus, warum. So, jetzt sehen wir kurz das Spiel, jetzt geht's weiter. So, hier sind wir. Ich kann mich einfach mit WASD bewegen. Ich habe schon mal eine kleine Hilfe. Okay. Kann man sich hier angucken, was ist denn Soul Orbs? Okay. Ich denke mal, das erklärt das Spiel dann gleich auch noch ein bisschen genauer. Okay, man kann sich mit WASD bewegen. Man kann auch einfach klicken, um sich zu bewegen. Ganz cool. So. Ein schwacher Skorpion steht uns hier gegenüber. Den greifen wir natürlich einfach mal an. Okay, nachvollziehbar. Attacke gegen das Dunkelheit. Das kostet 3 Energie. Ich überlege gerade, wo ich sehe, wie viel ich habe. Hier unten. Aha, okay. Gewonnen. Das war ja sehr einfach. Cool. Wird mir jetzt auch alles erklärt. Hier gibt es auch quasi Allianzen sozusagen oder Zugehörigkeiten. Katzkill ist klar, der Name, Beteiligung, okay. Sehr gut. Sehr hübsches Design vom Spiel, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Hier gibt es nichts weiter zu tun. Klar, greifen wir nochmal an. Okay, ich kann jetzt nicht nochmal was machen. Ah, nee. Kann es aber aufleveln lassen. Okay. Ich habe gerade die Erklärung vom Spiel einfach nicht gelesen. Den angreifen kann ich auch. Aber wir erledigen erstmal den. Okay.
habe ich nochmal den Zauberspruch bekommen. Das ist natürlich auch sehr cool, sehr praktisch. Ja, Spinnen. Aber auch schwach. Belegen wir gar nicht lange. Los geht's. Einige Kreaturen können ganz einfach eine andere ausschalten, egal wie mächtig sie ist. Ah, okay. Sehe ich das irgendwo? Ah, okay, also sie paralysiert zumindest eine Figur, sodass sie nicht angreifen kann. Also dauerhaft upgraden und jetzt 4 Schaden. Sehr gut. Hier, der Tiny Biter ist ganz praktisch, der ignoriert nämlich die erste Attacke, die reinkommt. Sehr gut. Leben. Das ist ja krass. Okay. Lass ihn jetzt trotzdem mal angreifen. Und er ignoriert das tatsächlich. Okay. Cool. So kann er im besten Fall zweimal angreifen oder auch noch nicht. Stück. Oh, ich hätte noch angreifen können, fällt mir gerade ein. Ich glaube, ich war gerade dumm. Keine Schar. Ich werde das doch wohl nicht verlieren, nur weil ich doof war. Nee. Na doch. Nee, ich hab gewonnen. Oh, cool. Stiehlt 11 davon, 4 davon, wenn er Schaden macht, aber braucht auch 11, um überhaupt beschworen zu sein. Das ist natürlich schon heftig. Hm.
So. Den Schlüssel hier habe ich noch nicht. Toughness Normal. Bin ich ja mal gespannt. Gestorben, aber ich sitze jetzt trotzdem wieder hier und ich habe auch noch alle Karten. Okay. Dann probieren wir den Kampf da vorne doch gleich nochmal. Kann ja eigentlich gar nicht so schwer sein. Das nochmal, mir ist das gerade noch nicht so ganz klar. Dann jetzt auch direkt ausschalten können. Seht ihr, genau durch sowas passiert. Dann wundere ich mich, dass ich hier nicht gut bin. So. Aber jetzt war das Ganze doch verhältnismäßig einfach. Boss aus. Aber der hat natürlich den Schlüssel, das ist ja klar. Nein. Es ist aber auch nur ein Gegner.
Elemente kann ich ja gar nicht leiden. Nein. Wir sind erfolgreich weggelaufen und haben irgendwas auch gefunden. Mehr Gesundheit für diese Natur. Also Forest. Klasse im ersten Zug. Finde ich schon mal eine coole Erweiterung. Und das hier sieht richtig nett aus. Richtig hübsch. Boah, 5 Angriff und 12 Gesundheit. Gegner, sondern ein Item. Die erste ist kostenlos, aber alle anderen kosten plus 3. Ich bin mir nicht sicher, ob das den ersten Zug meint oder wirklich alle. Das wäre natürlich blöd. Sieht jetzt auch nur die Null natürlich, aber ich weiß jetzt, dass der Dieb am teuersten ist. Das, was ich da gefunden habe, war nicht sinnvoll. Die habe ich jetzt nicht mehr. Und jetzt bin ich wieder hier. Okay. Also ich glaube, das Prinzip ist klar. Und das soll mein Einblick zu Cargetism auch erstmal gewesen sein. Ich werde das Ganze noch ein bisschen weiterspielen. Und dann eine Review zum Spiel auch schreiben. Schaut dann einfach mal bei uns auf www.gamers-palace.de vorbei, wenn euch zum Spiel mehr interessiert. Ansonsten danke ich euch, dass ihr reingeschaut habt. Schreibt mir mal, wie euch das Spiel gefällt, ob ihr es selber gespielt habt.
Und ja, was ihr davon haltet, was hier so passiert. Ich freue mich, dass ihr reingeschaut habt und wünsche euch auch selber noch viel Spaß. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.